Hey, hey, ich bin Rick von dem Motionbike und in dem heutigen Video geht es um den Gasgriff. Was ist, wenn der kaputt ist? Was könnt ihr da machen? Könnt ihr den selber austauschen? Wo bekommt ihr einen neuen her? All das in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei. Der Gasgriff kann bei einem argen Sturz natürlich schon mal kaputt gehen, weil er sich hier seitlich weit außen befindet. Wenn der Gasgriff kaputt ist, könnt ihr den natürlich auch austauschen. Ist vom Aufwand simpel, man braucht keine großen Vorkenntnisse. Wie das funktioniert, werde ich euch heute in dem Video erläutern. Wenn ihr den Gasgriff austauschen bzw. ausbauen möchtet, habt ihr den Gasgriff, ihr habt hier die Leitung und am Ende ist eine Steckverbindung. Das heißt, wir müssen jetzt die Leitung verfolgen bis zur Steckverbindung, wir müssen die Steckverbindung trennen und einmal die Leitung hier rausziehen und den Gasgriff vom Lenker ziehen. Um den Gasgriff vom Lenker zu nehmen, haben wir jetzt zwei Schrauben, innen Sechskant, müsste Vierer sein. Dann könnt ihr den Gasgriff runternehmen. Die Leitung an sich geht hinter der Lichtmaske entlang, ja. Und dann, jetzt kommst du mal auf die Seite zu mir. Wenn ich an der Leitung ziehe, sehe ich genau hier, das ist die Leitung. Die geht hier unten lang, bedeutet auch hier die Verbindung lösen, die Klammer lösen quasi. Dann geht die Leitung hier weiter, geht hier unten runter, also auch diese Klammer lösen. Und dann geht es hier in den Unterfahrschutz rein. Hier ist der Unterfahrschutz, hier ist so eine Kunststoffverkleidung. Gegebenenfalls die Schraube aufmachen. Also rausdrehen und dann muss einmal der Unterfahrschutz abgenommen werden. Um den Unterfahrschutz abzunehmen, diese Schraube rausdrehen, auch die gegenüberliegende und hier diese Schraube einmal um 3-4 Umdrehungen lösen, gegenüberliegend und dann könnt ihr den nach vorne wegklappen. Dann habt ihr hier so eine kleine Tülle, die sieht wie folgt aus. Wenn ihr den Unterfahrschutz beiseite genommen habt, also quasi weggeklappt habt, habt ihr hier diese Tülle. Die kann nach oben abgezogen werden. Jetzt haben wir mehrere Steckverbindungen und wir haben ja gesagt, das Kabel kommt hier von oben. Es sind zwei Stück beim Vor-Facelift-Modell. Das Kabel geht hier unten lang und hier ist die Steckverbindung. Dann könnt ihr quasi hier den Stecker abziehen und dann einfach nur das Kabel nach oben rausziehen und den Gasgriff austauschen. Das neue Kabel nach unten verlegen, Steckverbindung wieder draufsetzen und umgekehrte Reihenfolge wieder verschrauben. Solltet ihr die Lightbeam im Facelift haben, so sieht es aus. Auch zu erkennen an der Lichtmaske, dann ist es sogar noch einfacher, den Gasgriff zu wechseln. Denn die Leitung hier vom Gasgriff ist viel, viel kürzer und die Steckverbindung befindet sich hinter der Lichtmaske. Das bedeutet, ihr habt rechts und links jeweils zwei Schrauben, also vier insgesamt, die könnt ihr lösen. Dann könnt ihr die komplette Lichtmaske nach vorne wegnehmen und dahinter ist die Steckverbindung. Stecker auseinander, Gasgriff abschrauben. Und einfach austauschen. Geht also nochmal deutlich schneller bei der 2024er Facelift. Das soll es gewesen sein zum Gasgriff von der Suron Light B. Wenn ihr Fragen habt, wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden euch auch mal den Gasgriff verlinken. Packen wir euch auch gerne mit unten rein. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.